Herzlich willkommen zur heutigen Yogastunde. Mach es dir in der Rückenlage bequem. Wir starten in der Rückenlage. Welcome to our yoga lesson. We start lying on your back. Mach es dir auch wirklich gemütlich. Also probier ruhig nochmal aus, die Beine ein bisschen anders zu legen, die Arme ein wenig anders. Vielleicht die Hände locker zu krümmen, dass die Finger ganz entspannt sind. Probier aus, wie du sehr gut liegen kannst, vor allen Dingen Kopf, Schulter und Nacken. Make sure that you lie comfortable. Und beobachte nun einen Moment deine Gedanken, und zwar heute aus einem guten Abstand. Und dafür möchte ich dich einladen, dir mal vorzustellen, dass du an einem Fluss oder Wasserfall sitzt und aus der Ferne deine Gedanken auf dem Wasser davonfließen siehst. Today we start watching our thoughts from a distance, so you can imagine to sit at a waterfall or a river and you watch your thoughts passing by with the water. Genieße diesen Abstand zu deinen Gedanken. Und lass dann auch deinen Atem ruhig werden. Calm down your breathing and enjoy watching your thoughts passing by. Dann gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Körper, nimm deinen Körper wahr, im Kontakt mit dem Boden und auch Stellen, die du sonst wahrnehmen kannst. Und ich starte wieder von 1 bis 10 nach oben zu zählen und benenne immer einen Körperbereich, den du verknüpfst mit dieser Zahl. Die Idee ist, im Alltag dann von 1 bis 10 zu zählen und dich nochmal an diese entspannte Verknüpfung zu erinnern. So, now you lie on your back and you watch your body. And I will count from 1 to 10. And I will call part of your body. And you go with your attention to that part of your body and relax that part. 1, die Füße. 1, feet. 2, die Beine. 2, feet. Legs. 3, das Becken, 3, Pelvis, 4, der Rücken, 4, your back, 5, Brustkorb und Bauchraum, 5, Chest and Abdominals,
sechs die Schultern, six shoulders. Sieben Arme, seven arms. Acht Hände, eight hands. Neun Kopf und Gesicht, nine head and face. Zehn, der ganze Körper, ten, your whole body. Und dann kannst du langsam beginnen, deinen Atem zu vertiefen. Dich so ein bisschen zurückzuholen in den Raum, dich mit Händen und Füßen zu bewegen und dich vorzubereiten auf Bewegungen. You can start to inhale deep, exhale and prepare yourself for movements while we start lying on our back. Bleibe dazu auf dem Rücken liegen. So. Und stelle deine Füße auf den Boden, your feet on the ground and watch your body, the difference when you bring your feet on the ground. Beobachte, wie sich der Körper verändert in der Auflage, wenn du deine Füße aufgestellt hast. Dann beginne den rechten Arm über deinen Körper zu heben, dich lang zu strecken, in der Seite und den Arm wieder zurückzuführen. You start to lift one arm, jetzt der andere Arm, one after another and bring it back. Der Weg geht gerade nach oben, über deinen Kopf, der Kopf liegt entspannt oder rollt zur Seite und du bringst den Arm wieder zurück. You can combine it with your in and exhale, kannst mit dem Atem kombinieren, wenn du einatmest, when you inhale, you lift your arm, hebst du den Arm, wenn du ausatmest, bringst du ihn neben den Körper, exhale, bring it back. Beobachte, wie dein Körper mitgeht, wie sich die Seite in die Länge zieht, watch the tiny stretch in your body. Nochmal noch einmal. One more time. Und dann lässt du deine Arme liegen. Your arms remain. And you extend one leg. Du streckst ein Bein, ziehst es aus der Hüfte raus und ziehst es wieder am Boden schleifend zurück. Also ausstrecken, dabei einatmen. Und ausatmend wieder zurück. You inhale, you extend your leg. Your foot remains on the floor. You exhale, you bring it back. Beobachte, das, wie sich dein Becken mitbewegt. Und die Unterschiede zwischen rechter und linker Körperseite. Watch your pelvis moving. And the difference between right and left side. Wenn du es im Hintergrund immer wieder poltern hörst, das ist meine Rollladen,
Heute ist einer dieser Sturmtage. Nachdem Sturmtief Klaus rübergezogen ist, haben wir heute am Samstag das Sturmtief Luis. So, Maggie, you hear some noise? It's from my window because we have a storm outside. Lass den Fuß dann stehen. Wenn du jetzt beide Füße stehen hast, dann hebst du gleichzeitig auf einer Seite den Arm und das Bein, streckst aus und führst wieder zurück. Now you extend the whole side, arm and leg together. You inhale and bring it back. You exhale. Hands in die Länge ziehen. Und ausatmen, wieder zurückführen. Vielleicht mag dein Kopf dabei zur Seite rollen. Das ist völlig in Ordnung. Maybe your head wants to roll from side to side, which is fine. Denke dran, dein eigenes Tempo zu machen und vielleicht auch eine Pause, wenn du eine brauchst. Und wir machen noch ein letztes Mal, ziehen uns in die Länge und führen Arm und Fuß wieder zurück. Dann hebst du dein Becken nach oben, bringst die Arme beide über den Körper. Du lässt deine Wirbelsäule herunterrollen, hebst deinen Kopf und Schultergürtel, greifst dir deine Knie, machst dich einmal rund. Dann streckst du alles in die Bärenhaltung nach oben, stellst die Füße runter. Dann streckst du die rechte Seite lang, rechter Arm, rechtes Bein. Zurück und dann linker Arm, linkes Bein. Und zurück. Das machen wir nochmal. Du hebst dein Becken, nimmst die Arme über den Kopf. You lift your pelvis, arms go above your head. You inhale, you exhale, you round your back, grab your knees. Inhale, you extend legs and arms into the air. Exhale, bring it down. Inhale, stretch the right arm and leg. Exhale, bring it back. Inhale, rechter Arm, linker Arm und Bein. Und zurück, noch einen Durchgang, die sanft nach oben drücken. One more time, you inhale, you round your back, you exhale. Mach dich ganz rund und klein. Einatmen, komm in die Bärenhaltung. Arms and legs to the ceiling, exhale, bring it down. Einatmen, rechte Seite lang ziehen. Ausatmen, zurück. Und einatmen, linke Seite lang ziehen, ausatmen, zurück. Dann strecke nochmal das rechte Bein am Boden aus. Extend your right leg on the floor, bring your arms to the side. Then move your left knee to the right and left side. Bewege dein linkes Knie nach rechts und links. Ganz angenehm. Und vielleicht immer so ein bisschen größer werden von der Bewegung. Move your knee from side to side and try and make the movement bigger, slow and soft. Ganz ruhiger Atem, Bauch ist locker. Spür, wie weit es angenehm ist. Spür auch, welches Tempo du machen möchtest. Soft breathing and you feel how far you want to go. Noch einmal mit diesem Bein ganz entspannt. So weit, wie das für dich okay ist. Und dann strecke auch dieses Bein am Boden aus. Extend both legs. Compare your both sides of your body. Vergleiche deine beiden Körperseiten.
Vielleicht ist eine Seite ein bisschen tiefer und entspannter. Dann machen wir die gleiche Bewegung mit dem anderen Knie. Das ist diese Krokodil-Variante. Now you change to the other knee. Ganz entspannt nach rechts und links. So weit, wie das angenehm geht, vielleicht immer ein bisschen größer werden. Und das kannst du deinen Körper entscheiden lassen. Your body shows you how far you can go. There's no need to do too far. Auch noch zweimal ganz locker. Kopf rollt mit, Schultern gehen mit, Becken geht mit. Last time. Und dann wirst du auch dieses Bein wieder in die Länge, leg deine Arme nochmal nah an den Körper. Und spüre deinen ganzen Körper. Stell deine Unterarme senkrecht. Lift your hands and lower arms. Und bewege mal deine Fußgelenke, deine Zehen, deine Hände, deine Finger ganz locker durch. Wir brauchen die gleich. Move your hands and feet in all directions. Move your toes and fingers. Stell dann wieder deine Füße auf den Boden und leg dich auf eine Seite und komm über die Seite nach oben. Bring deine beiden Knie aufeinander und stütze dich, wenn es möglich ist, auf die Hand. Du kannst aber auch auf den Ellbogen gehen. Bring your hand on the floor, you can also come onto your elbow. Hebe dein Becken und hebe deinen oberen Arm, strecke dich. Halte die Position noch einen kleinen Moment, drück dich aus der unteren Schulter raus. Hebe dann dein oberes Bein und fasse deinen Fuß, dehne deinen Oberschenkel, zieh deinen Fuß nach hinten, dein Knie geht nach hinten. Und wie gesagt, wenn es auf deinem Handgelenk zu krass ist, dann geh einfach auf den Ellbogen. Stretch your thigh. Maybe you want to come on to your elbow, which is possible. Don't hurt your hand. Dann löse und wechsel auf die andere Seite. Du kannst dich einfach umdrehen. Ich komme auf die Knie und gehe zur anderen Seite. Change to the other side. Lift your pelvis, heb dein Becken. Den oberen Arm, zieh dich mit dem Arm nach oben Richtung Decke. Dann heben wir langsam das obere Bein und fassen den Fuß, ziehen das Knie nach hinten, dehnen den Oberschenkel ein bisschen vor. Hold the stretch of the thigh. Smile. Bring dann wieder das Knie auf das andere und stütze dich auf deine Hände und Knie. Kannst dich ein bisschen zur Seite drehen. Setz dich nach hinten, runde deinen Rücken, entspanne dich im ruhenden Kind. Round your back in the child position. Dann bring die Hände wieder nach vorne, komm in die Position der Katze, come into the cat position. Nimm die beiden Arme nach vorne, die Hände jetzt so breit wie deine Knie sind auseinander. Your hand have the same distance like your knees have. Weit nach vorne und dann rutschst du in die Pantherhaltung. Du dehnst dich hier nach unten, versuchst die Stirn auf den Boden zu legen. Bring
your head on the floor, if possible. Und dann hebe deinen Kopf ein kleines bisschen an und schaue mal nach rechts unter der Achsel durch. You lift your head a tiny little bit and then you look underneath your right shoulder. Kommst zur Mitte und wechselst. Schaust nach links. Look underneath your left shoulder. Bring den Kopf wieder zur Mitte. Noch einmal ablegen, wenn möglich. Bring your head to the center and to the floor again. And then slowly round your back. Lift. Lass die Hände mal nach vorne und lass jetzt dein Becken einen Moment sinken. Your pelvis goes near to the ground. Dann drücke dich wieder nach oben. Lass die Hände mit nach hinten laufen. Setz dich zurück und runde nochmal den Rücken. Round your back into the child position. Ganz gemütlich aufrollen. Dann die Knie, dich auf die Knie stützen, deine Zehen aufstellen, die Fersen schließen und dich auf die aufgestellten Füße zurücksetzen. Und hier mal das Gewicht so ein bisschen nach rechts und links verlagern. You sit on your toes if possible and then you shift your weight from one side to the other side. Ein bisschen nach rechts und links, dass wir auch mal die kleinen Zehen Seite erwischen. Und wenn es nicht möglich ist, dann einfach das Körpergewicht. If it's not possible, then move, shift your weight to the front and do a tiny little stretch for your toes. Knack. Und dann wieder die Füße befreien, die Hände auf die Matte setzen, die Zehen etwas lockern. Relax your toes, bring your hands on the mat. Und dann gehen wir in unser kleines Bewegungsritual, das du so gerne machst hier mit den Positionen, dass wir uns erstmal mit dem Brustkorb zwischen die Hände bringen. Und ganz wichtig, deine Ellbogen kommen nah an deine Rippen. Du lehnst dich weit nach vorne. Brustkorb zwischen die Hände, Kinn auf den Boden, Becken in die Luft. Hold the position. Bring your chest between your hands. Chin on the ground, pelvis in the air. Dann gleite auf den Bauch, halte im Moment die Cobra-Position. Hold the Cobra position. Lift your chest. And then you push up, drück dich hoch, stell die Zehen auf, Gesäß nach hinten, Beine strecken in den abwärts schauenden Hund. Downward facing dog. Und du bewegst erstmal deine Knie, beugst abwechselnd die Knie, um dich so ein bisschen da hinein zu rekeln. Move your knees. And then extend your legs and come into the plank position, in die Bretthaltung. Wirklich das Gewicht hier mit den Zehen so nach vorne schieben, Knie runter, Ellbogen an den Körper, Brustkorb zwischen die Hände. Dann wieder Cobra-Position. Und weiter in den herabschauenden Hund. Wieder in die Brettposition. In die Acht-Punkte-Stellung. In die Cobra-Position. Und in den herabschauenden Hund. Three more times. Noch dreimal oder zweimal oder fünfmal. Ganz schön zum Warmwerden. Noch zwei. Und noch einen, ohne dich zu stressen. Versuchen sanft durchzubewegen. Dann hebst du wieder die Fersen, bringst deine Knie auf den Boden. Wir gehen wieder in die ruhende Kindposition oder deine Entspannungsposition.
Round your back, relax. Dann richte dich wieder auf und komm noch einmal in die Katze. Come back into the cat position. Und von hier aus geh nochmal in den herabschauenden Hund. Also wirklich Zehen aufstellen, Knie heben, dich zurücksetzen, dann die Beine strecken. Bleib nochmal in der Position und versuche ein Bein zur Decke zu heben. Lift one leg. Bringst du den Fuß wieder herunter, lower your leg and lift the other leg. Bring den Fuß wieder herunter, komm wieder zurück auf deine Knie und entspanne dich wieder im ruhenden Kind oder in deiner Position. Relax. Hier bleiben wir jetzt auf den Fersen. Du richtest dich auf. Lift your chest. Come onto your toes. Komm wieder auf deine Zehen. Und versuche deine Hände jetzt auf die Fersen zu stellen. Oder du stellst sie hinten an den Rücken für das Kamel. You can bring your hands on your heels or on your back for the Kamel. Und dann hebst du deinen Brustkorb. Lift your chest and your pelvis. Wenn möglich, einen Arm heben. Den Arm senken. Den zweiten Arm heben. Den Arm senken. Dein Gesäß wieder sinken lassen. Und entspannt sitzen. Relax. Dann kommst du ganz hoch auf deine Knie. Come onto your knees. Extend your feet. Streck deine Füße und stell einen Fuß nach vorne. Wir gehen in den großen Ausfallschritt und lassen die Hüfte sinken. Richten uns auf. Die Hände erstmal hier auf den Oberschenkel, um dich so ein bisschen zurückzulehnen. Und die Hüfte gleichzeitig nach vorn unten zu bringen. Sicher das Knie über den Knöchel lassen oder ein bisschen dahinter. Make sure your knee remains above your heel and your hip wants to go down. Dann halte die Position. Bring deine Hände zum Herz. Bleib aufrecht im Brustkorb. Und jetzt streckst du von hier aus einen Arm nach vorn und den anderen Ellbogen ziehst du nach hinten und drehst dich bis in der Pfeil- und Bogenposition. Dann wieder Hände aneinander gleiten lassen, die Seite wechseln. You do this bow and arrow position and you rotate from one side to the other side. Ruhiger Atem, ansonsten in dieses Auseinanderziehen jetzt einatmen und in das Entspannen ausatmen. Can inhale and exhale. Noch dreimal im Wechsel. Und das letzte Mal. Bring die Hände wieder vor dein Herz, lass dich einmal nach vorne sinken und strecke ein bisschen dein vorderes Bein, extend your front leg. Dabei das Gesäß hinter das andere Knie bringen, dass die Kniescheibe entlastet ist. Dann aufrichten und den Fuß zurückbringen. Drehe ich da einmal um für die zweite Seite. I will turn for the second side
Und dann bringst du den anderen Fuß nach vorne, lässt die Hüfte sinken. Hände erstmal auf die Oberschenkel. Bring your foot to the front and your pelvis, your hip goes towards the floor. You lean backwards. Lehn dich ein bisschen zurück. Fühle, wie sich das hier in der Dehnung verstärkt. Da sollst du hineinspüren. Deswegen muss der Schritt ausreichend groß sein. Dann bleibst du in dieser Dehnung. You remain in the stretching position. Bring your hands to the chest. And go to the bow and arrow position. Einatmend und ausatmend. Einatmend und ausatmend. Noch viermal, four more times. Die Hände dann wieder zum Herzen. Dich einmal nach vorne sinken lassen. Das vordere Bein strecken. Oberkörper nach vorne, Bauch möchte Richtung Oberschenkel. Die Beinrückseite dehnen. Stretch the backside of your leg. Extend your knee. Sanft. Und dann auch dieses Knie wieder beugen, dich aufrichten. Beide Knie zurückbringen. Die Hände kommen zum Boden. Du streckst nochmal die Beine. Und läufst mit deinen Händen zu deinen Füßen, rollst dich auf. You roll up to a standing position, lift your arms. Handflächen bleiben gegenüber und bringe die Arme herunter neben den Körper. Come into the mountain position, die Berghaltung ganz entspannt stehen. Bewusst und entspannt, auf beiden Füßen gleichmäßig. Make sure you stand on both legs with the same weight at each side. Bring dann die Arme nach oben, lass die Handflächen gegenüber und setze dich nach unten. Die kraftvolle Pose, halte. Noch einmal tief einatmen, deep inhale. Exhale, extend your leg, Beine strecken und dich nach vorne beugen. Einatmend nach oben aufrichten, in die Pfeilposition mit geöffneten Armen. Lift, then sit down, wieder in die Machtpose, die kraftvolle Haltung. Und ausatmend, Beine strecken, Oberkörper nach unten sinken lassen. Einatmen und ausatmen. Einatmen, setzen und ausatmen, nach vorne sinken. Einatmen, aufrichten und ausatmen. Einatmen, kraftvolle Haltung und ausatmen, die Vorbeuge. Einatmen, aufrichten, inhale, hold here, exhale. Inhale, the power position. And exhale, forward bend. Einatmen, aufrichten, Arme, Schultern weit oben und locker die Schultern unten. Einatmen, noch einmal in die kraftvolle Haltung. Ausatmen in die Vorbeuge. Dann einatmen, wieder nach oben kommen. Und ausatmen in die Berghaltung, Mountain Position. Drop your arms. Und dann stelle ich mit einem Fuß in einen großen Ausfallschritt. Also wir gehen weit nach vorne, wir gehen wieder in die Krieger 2 Haltung. Ich achte wieder darauf, dass mein Knie beim Knöchel bleibt. Der hintere Fuß wird quergestellt, die Fersen sind hintereinander auf einer Linie. Die Fußspitze zeigt quer, der Fuß nach außen. Ich drehe meinen Körper zur Seite, Knie aufpassen, es muss bleiben, brauche ich ein bisschen Aktion.
die Arme ausbreiten und der Blick über die vordere Hand. Warrior 2. Ganz entspannte Schultern, relax your shoulders and arms, bring your finger together, but relax. Und dann bringst du deine Handflächen hier vor deinem Brustkorb zusammen und gehst hier in die Pfeil- und Bogenposition. Der eine Ellbogen zieht nach hinten. Bring die Hände vor dem Brustkorb zusammen, drehe dich und geh in die zweite Pfeil- und Bogenposition. Wieder wechselnd, eine Seite und die zweite Seite. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, strecke dich. Ausatmen, Hände vors Herz. Inhale, you do the bow and arrow position. Exhale, inhale. Und exhale, noch zweimal. Noch einmal drehen. Und dann wieder zurück in den Krieger 2. Come back to the Warrior 2. Lehn dich einmal nach hinten. Streck den Arm nach vorne. Bleibe vorne im Knie gebeugt. Für den Visionär, the Visionär, Visionär. Und komm zurück in den Krieger 2. Bring den hinteren Arm mit nach vorne, senke die Arme und dann komm mit dem vorderen Fuß wieder nach hinten. Komm zurück in die Berghaltung. Spür nach deine beiden Körperseiten. Mountain Position, you feel your both sides of your body. Und gehe dann mit dem anderen Fuß einen großen Schritt nach vorne. Now you take the other leg and do a big step. Ich werde mal Seite wechseln. Andersrum drehen, dann kann ich mehr zum Filmen gucken. Hintere Ferse dreht wieder ein. Das heißt, die Fersen stehen hier auf einer Linie. Der Fuß zeigt praktisch einen 90-Grad-Winkel zu dem anderen. Knie beugen und über das Sprunggelenk lassen. Arme ausbreiten und den Körper in der Mitte einfinden. Warrior 2. Entspannte Schulter, entspannter Blick. Dann kommen wieder die Hände zum Herz und machst wieder diese Pfeil- und Bogenbewegung. Einatmen, ausatmen. Einatmen, auseinanderziehen, versuchen dich zu drehen, ohne deine Beine zu verändern. Your legs remain in that position. Noch einmal jede Seite. Kehre dann zurück in die Krieger 2 Haltung. Warrior 2. Und dann auch hier nochmal in den Visionär. Der eine Arm geht nach oben, der andere zieht nach unten. Dein Gewicht ist gleichmäßig auf beiden Füßen. Dann wieder zurück, Krieger 2. Die Arme, den hinteren Arm nach vorne bringen, Arme sinken lassen. Ich mit den Füßen bereit mache, zurückzutreten, wieder in die Berghaltung, Mountain Position.
Dann bleibe hier und beuge mal beide Knie, wenn du niest. Und dann kreuzst du mit einem Bein über das andere Bein und versuchst den Fuß um den Unterschenkel zu wickeln. Ja, also manche Leute können das. Try and bring your foot around the lower leg. Versuch diese Haltung stabil einzunehmen. Bringst die beiden Arme nach vorne. Überkreuzt die Oberarme und umwickelst die Unterarme, Handflächen flach aneinander. Die Adlerposition, so ungefähr. Halte. Hold the eagle position. Feel like an eagle. Löse. Und stell den Fuß neben den anderen. Nachspüren in der Berghaltung. Dann wieder ein bisschen beugen die Beine, wenn du niest. Kreuze mit dem anderen Bein und umwickel mit dem Fuß. Das geht bei mir gar nicht. Aber so ungefähr gekreuzt ist schon mal gut. Die Arme nach vorne jetzt anders umwickeln, als du eben gemacht hast. Ja. Manchmal müssen wir nochmal ausprobieren. Halte die Position. Versuch auf ein Bein zu stehen und dieses auszubalancieren. Aha. Tada. Löse wieder die Arme, relax your arms and your feet. Spüre wieder nach in der Berghaltung. Dann einmal zum Sitzen kommen. Du kannst dich nach vorne beugen oder Knie beugen und runtersetzen. Come to a sitting position. Ich gehe mal so, dann ist es nicht so rutschig, weil wir gleich das Becken heben, dann ist das stabiler. Extend your legs and bring your hands to the back. Finger in direction to your body. Die Finger zeigen Richtung zu deinem Körper. Und du hebst dein Becken, hältst die Position. Bringst dein Becken wieder herunter, richtest dich auf, hebst die Arme an und gehst direkt in die sitzende Vorwärtsbeuge. Lean forward. And hold the position. Vielleicht kannst du deine Füße halten oder die Arme hier entspannt ablegen. Wichtig ist, die Beinrückseite locker zu lassen. Relax the backside of your legs. Noch einmal strecken. Arme gehen mit nach oben. Noch einmal die Arme nach hinten bringen für eine zweite Runde. Second round, lift your pelvis. Meistens geht es beim zweiten Mal besser oder gar nicht. Das Becken wieder heruntersetzen. Die Arme anheben. Und noch einmal in die Vorwärtsbeuge. Lean forward and stretch. Löse wieder und richte dich einmal auf. Dann für eine kleine Meditation, bevor wir uns auf den Rücken legen, kannst du dich in eine bequeme Haltung setzen, also entweder auf ein Kissen oder in den Schneidersitz oder, so wie ich gerne sitze,
einfach auf den Füßen oder ausgestreckten Füßen oder auf dem Kissen. Wenn du im Schneidersitz sitzt, sollten deine Knie auf den Boden kommen und die Füße nicht aufeinander liegen. Also die legt man so hintereinander. If you want to sit in a crossed seat, then bring your feet behind each other. Don't bring one feet on top. And your knees should be on the floor. Come to a sitting position for a small meditation. Richte dich würdevoll auf. Konzentriere dich bei geschlossenen Augen auf den Atem. Lift your chest, sit proudly, close your eyes and concentrate on your breathing. Für die kleine Atemmeditation bitte ich dich jetzt mal auf die Lücken zwischen dem Ein- und Ausatmen und Aus- und Einatmen zu achten. Concentrate on the little breaks between in and exhale and inhale. Ohne etwas zu verändern, don't change anything, just watch. Beobachte mal, ob die gleich lang sind oder ob es Unterschiede gibt. Are these little breaks similar or are they different? What can you mention? Beobachte auch, ob sich die kleinen Pausen, das ist ja so eine Millisekunde, ob die sich verändern, wenn du die beobachtest. And you can also watch whether they change while you watch them. It's only a tiny little break, not even a second. Maybe they change. Dann komm auch hier wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück. Come back with your attention. Move your body slowly and lie on your back. Du kannst dich jetzt auf deinen Rücken legen. Die Füße sind aufgestellt. Your feet are on the ground. Und jetzt werden wir eine Bauchaktivierung machen und dafür hebst du deinen Kopf, Schultergürtel und die Arme nach vorne an und hältst die Position. Hold the position. Feel your abdominals, spür deine Bauchmuskeln arbeiten. Und jetzt bleibst du hier und hebst abwechselnd einen Fuß kurz an und stellst ihn hin. You lift one foot a tiny little bit and bring it back to the floor. Wenn dein Hals Stress macht, dann nimm eine Hand oder beide unter den Kopf. If you get a neck problem or if you have a headache or something, then bring your hand underneath your head. Maybe both hands, that's okay. Also auch wenn du zu Kopfschmerzen neigst oder Nackenverspannung, einfach hier den Kopf wirklich tragen, den Bauch noch ein bisschen arbeiten lassen, durch dieses leichte Anheben und Senken. Noch einen kleinen Moment. Die Entspannung wird umso größer, wenn wir uns gleich hinlegen. Und then you slowly relax, entspanne dich, lege deinen Kopf herunter
Und lass den Nacken ganz entspannen, die Schultern wirklich zum Boden runter. Relax your neck and your shoulders. And roll your head from one side to the other side. Rolle deinen Kopf ganz entspannt hin und her. Bleibe dann in der Mitte und dann hebe dein Becken nach oben, stell die Füße dazu relativ nah zum Gesäß, hebe dein Becken, bring die Schultern nah zueinander, halte und versuche auch die Knie ein bisschen wegzuschieben vom Körper, noch ein bisschen länger und höher in der Hüfte zu kriegen. Lift your pelvis and bring your knees away from your body to lengthen in your hips. Dann roll dich wieder Wirbel für Wirbel herunter. Roll down. Bring deine Arme jetzt ganz entspannt zu den Seiten. Leg deinen Rücken gut auf den Boden, Kopf entspannt. Und bring beide Knie nach rechts zum Boden. Bleibe in der Krokodilshaltung, entspanne dich hier. Bring your knees to the right side, relax. Bleibe noch ein bisschen in der Position und jetzt der hintere Arm, der hinter dir ist, das ist ja der vordere. Und der hintere Arm geht jetzt ein bisschen mehr Richtung Kopf hoch. Und du versuchst die Handfläche auf Richtung Boden zu halten und die Schulter und den Arm am Boden zu lassen. So, you lift your back arm tiny little bit, then try and keep your arm and shoulder on the floor. Feel the different stretch. Ich kann den Arm noch ein bisschen mehr Richtung Kopf. Achte darauf, dass es kein Stress für deine Schulter ist, sondern dass du hier diesen Brustkorbraum ein bisschen aufdehnst, deine Atemräume weitest. You can lift your arm a little bit more towards your head. Make sure it's no stress for your shoulder, but feel the stretch of your chest and your breathing muscles. Dann den Arm wieder zurückführen, bring your arm down, back, beside your body, lift your knees, bring deine Knie nach oben, bleib kurz hier, vergleiche die beiden Seiten, dann gehen deine Knie sanft zur anderen Seite, bring your knees to the left side, you try and keep your knees together, du kannst versuchen, deine Knie zusammenzulassen. Versuchen ist immer das Zauberwort im Yoga, aber mach dir keinen Stress. Nimm dann auch diesen Arm mal wieder in eine neue Position, ein bisschen höher Richtung Kopf. Versuche die Knie auf der Seite zu lassen. Ruhiger Atem. Lift your arm a little bit more towards your head. Your knees remain on the other side, maybe together. Und vielleicht magst du noch eine dritte Position, noch ein bisschen mehr Richtung Kopf. Spür andere Bereiche. Also bei mir fühlt sich diese Dehnung auf der Seite komplett anders an wie auf der anderen Seite. Maybe you feel the difference in the stretch on this side compared to the other side. Bring dann langsam auch diesen Arm wieder neben dich. Relax your arm. Bring your feet back on the floor. Dann bringst du deine Beine in die Streckung, die Arme legst du neben den Körper und liegst ganz entspannt für unsere Endentspannung. You can lie on your back for our
Relaxation. And close your eyes. Du kannst deine Augen schließen und wirklich den ganzen Körper locker lassen. Er darf sich entspannen. Dann geh nochmal mit der Aufmerksamkeit zu deinem Körper. Ich werde wieder von 1 bis 10 nach oben zählen und die zu entspannenden Körperteile benennen. Concentrate on your body. I will count from 1 to 10 and I will tell you what part of your body can relax. 1, die Füße. 1, the feet. 2, die Beine. 2, legs. 3, das Becken. 3, pelvis. 4, der Rücken. 4, your back. 5, Brustkorb und Bauchraum. 5, chest and abdominals. 6, die Schultern. 6, shoulders. 7, Arme. 7, arms. 8, Hände. 8, hands. 9, Kopf und Gesicht. 9, head and face. 10, der ganze Körper. 10, the whole body. 10. Genieße dann noch mal einen Moment am Fluss oder Wasserfall zu sitzen. Und alles, was auftaucht, vorüberfließen zu sehen. Vielleicht ist auch im Moment gerade gar nichts da. In your imagination, enjoy to sit by the river or waterfall and watch everything that appears passing by with the water. Maybe there's not much now. Mit
diese Sirene, die du wahrscheinlich jetzt auch im Hintergrund hörst, das ist hier auf dem Video. Kannst du jetzt deine Aufmerksamkeit zurückholen, wieder hier in deine Situation, wo du gerade bist? Maybe you hear this ambulance horn. It's on the video, it's not in your life. And you can come back into the room where you are now. Du kannst etwas tiefer atmen, deine Hände und Füße bewegen. Nicht ein bisschen strecken, recken. You can stretch, move your hand and feet. Vielleicht möchtest du noch einen Moment liegen bleiben, das kannst du gern machen. Oder dich aufsetzen. Maybe you would like to remain on the floor and relax. I say goodbye, ich sage auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Mitmachen. Und ich hoffe, du bist entspannt und bereit für alles, was du heute noch vorhast. Oder diese Woche oder diesen Monat. Hope you are happy and relaxed enough to do a lot of things, maybe today, tomorrow or this month. Ich danke fürs Mitmachen und wünsche eine gute Zeit. Namaste. Tschüss. Namaste. Bye bye. So, das muss auch wieder gemacht werden.